Ihr müsst es mir einfach glauben, Leute. Ihr müsst es mir einfach glauben. Da unten sind sie. Ja. Wir sehen sie. Genau. Und ein herrliches Bergpanorama. Ja. Es ist grandios. So, wir sind jetzt gerade am Aufstieg zum Kistenpass. Hinter uns die Bifertehütte, wo wir gestern waren. Und da das Kistenstückchen befindet sich rechts, sieht man jetzt nicht mehr. Wir sind da eine, oberhalb von einer riesen Senke. Der sucht jetzt einen Weg. Gesundheit. Ganz majestätisch da oben, gell? Ja, steht er da. Ja. Und sagt, du kannst mir gar nichts, hey, ich bin sowieso schneller wie du. Ja. Jetzt stellt er sich extra noch hin. Zwei super Exemplare da. Ja. Wo sind die anderen? Da drüben, weiß nicht, wo die noch sind. Da muss ich doch auch wie ein kleiner Herrgott vorne dran. Wo schlafen die bei Nacht im Feldspalte? Ja, also da in solchen Nischen, da wo so wo wir. So wie wir geschlafen haben. Siehst du sie? Oh, jetzt springen sie. Ja. So. So, inzwischen sind wir auf dem Mond angekommen. Genau. Bärbel schnauft schon ganz streng. Ja, in alter Ofen. Da ist. Aber ich bin da. Du bist da, ne? Da ist nochmal das Kistenstückchen, die Fährte und da ist der Mond. Wir sind jetzt hier genau auf der Landesgrenze Graubünden-Glaris. Und Bärbel setzt sich gerade drauf. Ihre Füße sind in Graubünde und ihr Schlafsack ist in Glarus. Und wir gehen dann nachher jetzt hier weiter. Über den Kistenpass zur Kistenpasshütte. Das ist kein Mumbe, das ist Bärbel. Ja, wir sind jetzt kurz vor der Mutsee-Hütte und da werden wir dann ein kühles Bierchen oder was trinken wir? Ja, irgend sowas in der Richtung werden wir dann trinken und mal gucken, ob wir was zu essen kriegen. So, Uhr nach Boden. Der Weiber quatscht die ganze Zeit, ey du. Das geht die ganze Zeit. Blablabla. Nein, unglaublich. Da. Also, Claride. Und da geht's runter ins Loch. Und da müssen wir dann auch noch hin. Und da ist der Weg. Der Weg ist das Ziel, oder? Ja, so ist es. So.
Und? Wunderbar. Dann gehen wir jetzt runter. Hm? Ja, jetzt gehen wir runter. Wieder ein Hügel geschafft. Halb zwei müsste es sein, ja. Und da laufen wir weiter. Die gute Nachricht, es geht immer nur bergab. Ja, so, da ist unser Ziel, Linntal in Glarus, Kanton Glarus. Jetzt sind wir von Graubünde bis hierher gewandert. Hey. Ist das nicht eine Leistung? Phänomenal. Ja, finde ich auch. Da fährt das Bähnle gerade runter. Ha? Da fährt das Bähnle gerade runter. Der Weg ist das Ziel. So Leute, das war's wieder in Glenswelt. Wir waren unterwegs von Briegels über das Kistenstöckli, wo wir eine Nacht übernachtet haben, über den Kistenpass, Mutsee, Limmert, hier ins Tierfeld. Unsere Wanderung geht jetzt zu Ende. Ich habe mich gefreut, dass ich mit der Bärbel habe hier laufen können und hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und würde mich freuen, wenn ich euch wieder sehen würde, wenn es wieder heißt, hallo Leute, willkommen in Glenswelt. Bis dann. Ciao. Bärbel, alles klar? Ja. Wie geht's jetzt weiter? Immer der Weg nach. Was? Immer der Weg nach.